Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Formel 1 2017 zur nächsten Karrierepart bzw. Trainingspart, und zwar zum Großpreis von Brasilien, einer richtig geilen Oldschool-Strecke noch. Trainingszeit, genau, Fragenzeit und wieder mal der Ampel an euch. Falls ihr irgendeine Frage habt, die euch gerade zwischen den Fingern juckt, dann zögere nicht, schreibt einen Kommentar, denn ich warte nur darauf, dass genau du bei diesem wunderschönen Projekt mitwirken kannst. Also zögere nicht, stell deine Frage an mich einfach hier unter diesem wunderschönen Trainingsvideo in die Kommentare. So, ich habe natürlich wieder 4 Fragen ausgesucht, was ja standardmäßig halt bei mir ist für eine Trainingsfolge. Und da sind einige interessante Fragen wieder mit dabei. Natürlich, immer interessante Fragen dabei. Ihr macht das ja immer super. Deswegen ja von mir auch einen Daumen nach oben. Und falls dir das ganze Format gefällt, auch von deiner Seite vielleicht einen Daumen nach oben geben. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du natürlich auch einen Daumen nach unten geben. Wir fangen aber an, nach einer Minute Einleitungssatz, natürlich mal wieder mit dem lieben Andreas Smart. Der hat wahrscheinlich mein ganzes Smartphone mit dabei. Der sein könnte. Und zwar, Frage lautet: Denkst du, Leclerc kann irgendwann um die WM mitfahren? Ich hoffe, dass der Leclerc ausgesprochen wird. Wenn nicht, dann tut es mir leid, falls ich ihn falsch ausspreche. Der fängt ja jetzt an, nächste Saison 2018 im Sauber zu fahren. Hat quasi den Sprung geschafft von der Formula 2 in die Formula 1. Und mal schauen, wie er sich bei Sauber schlägt. Mal schauen, ob er Punkte einheimsen kann. Je nachdem natürlich auch, wo Sauber steht. Das erste Rookie-Jahr quasi für ihn in die Formel 1. Mal schauen, ob er irgendwie große Unterschiede feststellen wird von der Formula 2 zur Formula 1. Ich glaube, er wird schon was merken. Hat natürlich auch schon ein paar Testkilometer absolviert, weswegen man sich natürlich auch für Sauber dazu entschlossen hat, ihn zu nehmen. Das liegt natürlich auch zum einen ran wegen den Ferrari-Motoren, damit man da so ein bisschen die Kosten bei Sauber senken kann. Also Sauber macht in meinen Augen mittlerweile alles richtig, was man nur richtig machen kann. Und deswegen sitzt da Leclerc natürlich jetzt im Cockpit, Ferrari-Nachwuchspilot, und kann ja irgendwann um die WM mitfahren. Die Frage ist, könnte er Kimi Räikkönen als Nachfolger ersetzen? Ist das der Plan von Ferrari? Also er muss irgendwann ins Ferrari-Team aufsteigen. Das bedeutet, da kommst du auch nur mit Leistung hin. Also du musst Leistungen auf der Strecke bringen, du musst aber natürlich auch andere Leistungen bringen. Da wird sich wahrscheinlich Ferrari dann erkunden, wie er sich so mit den Ingenieuren macht bei Sauber. Also ich denke mal, dass da dann enge Beziehung besteht zwischen Ferrari und Sauber. Aber das ist die einzige Chance, wenn er überhaupt mal irgendwann um die WM mitfahren kann. Wobei, wann? Genau, wann ist die Frage? Irgendwann. Das heißt in 5 Jahren, vielleicht auch erst in 10 Jahren. Man braucht halt in der Formel 1 aber das nötige Material dazu, das nötige Auto, das Mini-Talent, um deinen Teamkollegen zu schlagen. Und die nächste Frage ist, wie lange fährt Vettel noch bei Ferrari? Mercedes zum Beispiel kommt mir gar nicht in Frage. Man setzt keinen Ferrari Junior Piloten in den Mercedes Cockpit, außer der hat einen Weltmeistertitel bei Ferrari geholt. Dann schon eventuell schon. Red Bull, da ist die Tür grundsätzlich immer dicht. Also er hat nur die Chance, und zwar wirklich nur die Chance, über Ferrari in meinen Augen den Titel zu holen. Also er muss über Ferrari holen, und Ferrari muss einfach mal wieder zeigen, dass sie auch einen Titel einfahren können. Ansonsten wird das brutal schwer. Ja, da hilft dir das beste Talent nichts, wenn du nicht das nötige Material hast. Alonso ist immer das beste Beispiel in meinen Augen dafür. Deswegen denken ja, dass er irgendwann um die WM fährt. Voraussetzung ist allerdings, dass Ferrari ein gutes Auto hinlegt. Denkst du, ob Verstappen nächstes Jahr um die WM fahren kann? Und gleiche Frage kann ich ja auch wieder beantworten. Es hängt darauf ab, wie Red Bull in der Winterpause entwickelt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Red Bull einen kleinen Vorteil hat mit dem Halo-System. Sie haben ja diesen Schild getestet. Das bedeutet, die haben da vielleicht ein bisschen mehr Einfluss oder könnten mehr Einfluss darauf entwickeln können, wie das auf die Aerodynamik auswirkt, das Halo-System. Das könnte interessant werden. Also es könnte so das Zündlein an der Waage sein für Red Bull. Red Bull will wieder liefern, Red Bull soll wieder liefern. Ja, die müssen auch wieder liefern. Wir als Zuschauer wollen einen schönen Dreikampf vorne an der Spitze sehen. Und mit dem Verstappen da vorne, Verstappen, Hamilton, Vettel, am besten noch Alonso auch noch mit dabei. Ich glaube, das wäre dann das Traumjahr, wirklich ein Traumjahr für alle Formel 1 Fans, wenn das Halo-System nicht wäre, ja. Also wie gesagt, das Auto. Es hängt nur auf das Auto ab, ja.
ob Verstappen nächstes Jahr konkurrenzfähig sein kann um den Welttitel oder nicht. Nächste Frage, denkst du, dass Stroll Potenzial hat? Nein. Der hat eine Qualifying-Schwäche, die ist abnormal. Die ist abnormal, schon gegen einen Felipe Massa hat er nicht so gut ausgesehen. Er hat seine Saison auch schon Bilanz gezogen. Er fand es jetzt nicht gar nicht so schlecht für Rookie-Saison. Klar, wenn man die Punkte betrachtet, auf jeden Fall war sie nicht schlecht. Liegt aber auch natürlich zum Teil dran wegen dem Baku-Rennen, das Chaos-Rennen. Auch unter normalen Umständen wäre er nämlich nicht aufs Podium gekommen. Das sind dann immer so für mich die Augenblicke, wo man das dann immer in Klammern setzen muss. Denn da, bei solchen Rennen brauchst du halt einfach das nötige Glück dann auch, um durchzukommen. Stroll heißt ja auch wirklich übersetzt schlendern, bummeln, spazieren gehen. Ja, ja, oder einfach nur spazieren oder wandern. Ich glaube nicht daran, ja. Williams setzt oder muss jetzt auf ihn setzen. Williams wird die Fahrerpaarung erst im Januar verkünden. Also es war heute für mich so eine kleine, ja, Ohrfeige, dass sie das erst so spät machen. Gut, es ist eine Sache, die Williams machen möchte. Es geht da, es klingt so ein bisschen, wer zahlt für das Cockpit mittlerweile am meisten. Und das macht das Team ein bisschen unsympathischer, weil wir wollen eigentlich da ein Talent sehen und nicht unbedingt ein Paydriver. Deswegen mal gucken, wer der Teamkollege von Lance Stroll dann nächstes Jahr wird. Potenzial, glaube ich, hat der nicht für einen Weltmeistertitel. Da muss er auch wieder bei dem Top-Team unterkommen. Und wie sieht es in 5 Jahren aus? Ist in 5 Jahren wirklich noch Mercedes vorne? Gerade dann 2021, wenn die Motoren sich wahrscheinlich wieder ändern werden. Lange Frage vom lieben Andreas, aber das Trainingsvideo geht heute ein bisschen länger. Brasilien ist zwar eine kurze Strecke, aber hey, das muss halt sein. Der nächste ist der Erfinder 23. Folgende Frage von ihm. Was hältst du von der Idee, dass man im Winter mit Schnee fährt? Also, dass man durch Schnee, der auf der Strecke liegt, durchfährt, statt es abzusagen. Ich weiß, das ist eine Idee, die habe ich noch nie so gehört. Es gab mal die Idee von Bernie Ecclestone, dass man die Strecke künstlich bewässern könnte, damit ein bisschen mehr Spannung auftritt. Allgemein so Winterrennen, das hätte schon natürlich seinen Reiz. Also ich fahre zum Beispiel eigentlich sehr, sehr gerne im Schnee. Also im Schnee mit einem privaten Pkw so das Limit heraustesten, bis das Auto dann wirklich mal so leicht rumkommen möchte. Das macht Bock, ist natürlich aber auch auf der einen Seite gefährlich. Und die zweite Frage ist, wie schnell werden dann die Formel 1 Autos fahren? Die entwickeln ja gar keinen Grip. Das ist das Problem. Und die würden extrem rutschen. Also es wäre dann echt so eine Crash-Challenge eher in der Formel 1. Und das kann sich die Formel 1 nicht erlauben. Ja. Klar, der Reiz natürlich schon. Ich glaube, der Max Verstappen hat das mal gemacht für Red Bull irgendwo mal. In Österreich, irgendwo in den Bergen hat er da mal das... Ich glaube, im Red Bull mal wirklich... bei Schnee gefahren, das war aber eher eine PR-Aktion. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war, aber das habe ich, glaube ich, mal gelesen, dass man das sogar gerne mal macht. Aber so ein Rennen im Schnee, boah, ich halte von sowas grundsätzlich nicht. Ich weiß auch wieder, es ist nicht künstlich, klar. Da müsstest du spezielle Schneereifen entwickeln und die besten Reifen helfen dir ja selbst beim besten Winter auch nichts, wenn Glatteis herrscht. Ja, das muss man dann auch immer bedenken. Ja, unter dem Schnee, wenn es einfach kalt ist, kann da drunter sich so eine schöne Schicht bilden. Ja, und dann hast du Glatteis. Das ist nicht schön, weil dann hast du keine, du hast einfach keine Chance mehr, das Auto abzufangen. Und schneller als 100 oder 120 würden die auch Autos nicht fahren, weil du einfach nicht diesen Grip hast, der Autos, dass die quasi am Boden haften bleiben. Das Problem haben sie teilweise schon bei Regen. Bei Schnee ist es ja nochmal was anderes. Schnee ist ja nochmal ein größerer Widerstand als Wasser. Das kommt ja auch noch hinzu. Fahr mal durch eine Pfütze durch oder fahr mal durch einen großen Schneeberg durch. Der Schneeberg wird für dich wahrscheinlich ein Stückchen schwerer zu überwinden sein. Das wird das Auto nicht so sehr mögen. Zumal die Autos auch sehr tief gelegt sind. Das bedeutet, du kannst nicht wirklich eine Schicht oder eine Schneeschicht haben, dann schwimmt das gesamte Auto, das beziehungsweise bleibt vielleicht sogar noch stehen. Ja, weil du einfach nicht wegkommst. Das ist was wie ein Kiesbett. So könnte man sich das, glaube ich, am besten vorstellen. So schön der Schneehaufen. Die Idee ist gut, man würde es aber absagen, ja. Also die Formel 1, ja. Da geht es wieder um die Verantwortung. Wer übernimmt die Verantwortung? Jetzt will einfach keiner mehr die Verantwortung übernehmen der Formel 1. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Also von dem her, nee. Die Idee an sich hört sich gut an, dass man im Winter mit Schnee fährt. Ich weiß nicht, woher du diese Idee hast. Ich habe davon nichts gelesen. Aber ich brauche das nicht.
Ich brauche es nicht. Mir reichen dafür Regenrennen und Regenrennen sind auch schon immer spannend. Und selbst da wird das teilweise schon boykottiert. Ja, von einem gewissen Charlie Whiting. Ich sagte immer nur wieder Monster 2017. Die nächste Frage vom lieben Jay ist zwar eine kurze Frage, aber ich glaube, das wird den einen oder anderen auch interessieren und kriegen jetzt, glaube ich, eine kleine Schocknachricht. Wenn du schon bei den Festplatten bist, das war der Part davor, da ging es, oder zwei Trainings davor, da ging es um die PC-Settings, falls ihr euch da interessiert, zwei Trainings vor weiter vorne anschauen. Wie groß sind in etwa deine Dateien bei 2 Stunden Fahrzeit plus Lenkradcam etc.? Also die Lenkradcam, die oder die Wheelcam nenne ich sie ja gerne, die ist nicht groß. Da reden wir wirklich von 1,5, 1,6, teilweise sogar 2 GB große Dateien. Also das ist ja auch keine große Auflösung. Muss ja auch nicht haben. Man muss nur das Lenkrad sehen, wie ich lenke, mehr nicht. Bei dem Gameplay sieht es ganz anders aus. Also das, was am meisten frisst, ist eigentlich immer, und zwar immer Singapur-Regen. Das ist grundsätzlich das, was irgendwie am meisten frisst, weil es einfach, ja, der Regen. Regen frisst grundsätzlich viel. Und dann einfach dieser Nachteffekt mit den Häusern und so. Da ist Monaco nicht so empfindlich mit. Finde ich auch interessant. Ich muss mal Monaco bei Nacht aufnehmen, wie das da aussieht. Wie groß die Dateien immer ist, mit FRAP sind die Dateien auf 1080p und 60 FPS. Ich kalkuliere immer mit 600 GB. 600 GB. Also für das Rennen und für die Highlights kalkuliere ich da vielleicht nochmal 50 bis 60 GB. Also im Schnitt knapp 700 GB. Puffer. Also manchmal nehme ich auch auf, wenn da auf der Festplatte gerade mal nur 600 GB drauf sind. Aber es geht noch. Also mit 700 ist man immer auf der sicheren Seite. Die fertigen Dateien, die werden dann runtergerendert. So ein fertiges Rennvideo ist dann zwischen 30 und 40 GB groß. Ich glaube, das größte war mal 37 GB groß. Und in den letzten Tagen habe ich mal zwei Rennvideos hochgeladen. Ich glaube, Mexiko und Brasilien gleich hintereinander waren es insgesamt 70 GB, die ich innerhalb von einem Tag hochgeladen habe. Das laden andere nicht mal an einem Tag runter. Runter, ja. Also das ist quasi so groß wie das GTA 5 Spiel, was man bei Steam runterlädt. Da lädt man nämlich knapp 69,7 GB. Die lade ich manchmal wirklich an einem Tag hoch. Das ist, also teilweise, was ich teilweise an YouTube nur hochlade, ist viel, viel, viel. Also im Schnitt würde ich sagen, 20 GB am Tag kommt das. Wenn ich das so im Schnitt rechne, sind 20 GB. Also jeden Tag so, oder jeden dritten Tag wirklich so knapp 35 GB. Dann kommt man im Schnitt schon auf 20 GB. Und dann ist halt eine gute Leitung einfach nur empfehlenswert, falls hier auch mal auf den Trichter kommt, Formel 1 Let's Plays zu machen. Ja, es ist immer noch eine Einzigartigkeit, glaube ich, 100% Rennen komplett uncut auf YouTube zu finden. Und das finde ich auch, glaube ich, ich glaube, da werde ich auch fast immer der Einzige sein, der genau das macht. Weil es ist nicht eigentlich zielführend auf YouTube, damit natürlich die große Zuschauerschaft zu bekommen. Was aber auch natürlich nicht mein primäres Ziel ist. Ja, sondern mir geht es einfach, wie gesagt, immer schön um den Spielspaß am Spiel. Und wenn du da halt einfach nur so, ich sag mal so eine kleine Gemeinschaft mit zufriedenstellen kannst, mit, ich sag jetzt mal, knapp 500 Leuten, die sich das Rennen angucken. Zwar nicht das komplette Rennen, aber auf das Video klicken, dann reicht das schon. Also im Schnitt schauen ja 5 oder 15% von den Aufrufen schauen sich die kompletten Rennen an. Das ist ja nur ein Bruchteil. Das ist vielleicht jeder Fünfte. Das heißt, im Schnitt schauen da vielleicht 100 Leute sich das komplette Rennen an. Aber shit happens. Ja. Deswegen, das ist mir eigentlich relativ Latte. Denn ich fahre nur gerne 100% Rennen. Was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, dass, glaube ich, mein Kanal einer der wenigen ist, die ältere Generationen anspricht. Gestern habe ich mit jemandem geredet und ich dachte, der wäre deutlich jünger und er ist deutlich, deutlich älter. Es ist schwer, aber komplett von der Frage wieder abgeschwiffen, wie das bei mir halt auch so üblich ist, ja. Letzte Frage, deswegen kommen wir zum Valentin Jakob. Und zwar lautet die Frage, ich muss immer gucken, wo ich die Frage stelle, bei welcher Zeit. Deswegen kommt da manchmal so eine kleine, so ein kleines Hä? Ja, vor.
Wie sieht es mit den Kopien von Teilen aus? Ich meine, wenn zum Beispiel Red Bull ein extrem gutes Teil entwickelt, darf das dann von Toro Rosso kopiert werden? Da kommt es drauf an, was im Reglement drin steht. Das ist halt das Problem. Ich kenne das Reglement, das ist das technische Reglement. Das ist das Wichtige. Es geht nicht um sportliches, es geht ums technische Reglement. Und mit dem technischen Reglement bezüglich Kopieren kenne ich mich null aus. Gebe ich offen und ehrlich zu, kenne ich mich absolut null aus. Mit dem sportlichen Reglement, was darf ein Fahrer? Muss man sich auskennen als virtuellen Formel 1 Fahrer. Aber alles, was die Technik betrifft, sei es, was ist am Unterboden erlaubt, wie breit darf der Eckflügel sein, wie breit darf maximal der Frontflügel sein, was weiß ich, wie muss die Radaufhängung aufgebaut sein, keine Ahnung habe ich davon, ja, diese technischen Details, das müssen Ingenieure wissen, ja, und nicht der Fahrer, deswegen müsste man da explizit gucken, was ist im Reglement geschrieben. Also manche Teile kann man kopieren. Ich sag nur Doppeldiffuser 2009, das stand nicht im Reglement und jedes andere Team wollte genau das gleiche. Das Problem beim Teilekopieren ist die Tatsache, dass es nicht bei jedem Auto funktioniert oder nicht so gut funktioniert, wie es beim Auto X funktioniert, das gerade die WM anführt. Das ist halt das Problem. Ich kann zum Beispiel auch nicht die Haiflosse von einem Ferrari nehmen und die auf den Sauber packen, in der Hoffnung, dass das beim Sauber genauso gut oder denselben Effekt hat wie beim Ferrari. Das ist das Problem. Und das müssen die Teams, oder das muss dann zum Beispiel Toro Rosso einfach testen. Ja, da geht aber natürlich Zeit flöten, wenn es nicht funktioniert. Deswegen Toro Rosso entwickelt das schon für sich. Nur stehen halt sehr eng im Kontakt mit Red Bull. Also 2009 ist eigentlich das beste Beispiel gewesen. Der Doppeldiffuser, ja. Oder dieser F-Schacht von McLaren damals. Die haben es auch entwickelt und dann wurde das auch kopiert. Das ist normal in der Formel. Das ist eigentlich überall normal. In jeder Sportart, wo was erfolgreich ist, wird es kopiert. Ich gehe da eigentlich... es tut eigentlich so gesehen... den Sport... Es ist nichts Schlechtes für den Sport. Man kann sogar sagen, es ist was Positives für den Sport, weil die Teams... gleichen sich dann auch immer so ein bisschen mehr und mehr an. Klar, für die Ingenieure, die das sich im Kopf ausgedacht haben, ja, es ist halt immer ein bisschen schade, wenn es andere kopieren. Man muss aber auch zusagen, man hat natürlich auch einen gewissen Zeitraum einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und bei 2009 war es genau der Vorteil, der hat ausgereicht, um die WM gegen Red Bull damals, gegen Sebastian Vettel zu entscheiden für Jenson Button. Das war der entscheidende Punkt. Aber es macht jedes Team und ich finde es jetzt nicht wirklich schlimm. Weil es gehört einfach dazu. Hat jemand eine gute Idee, wird die kopiert. Selbst bei YouTube ist es ja teilweise auch der Fall, ja. Macht irgendein Großer eine gute Idee, wird sie von jemand anderes kopiert und hofft damit den gleichen Erfolg zu haben. Ich hoffe, dass ich Erfolg hatte auch mit diesem Video, denn das Video ist am Ende. Ich hoffe, die Fragen habe ich schön beantwortet und wir sehen uns morgen wieder zum Qualifying um 16 Uhr. Macht's gut, haut rein und tschüss.